in der Hütte was zu haben. Schleim am Arm. In der Hütte was zu haben. Schleim am Arm. In der Hütte was zu haben. Vielen Dank, wir haben Glück, dass es hier noch nicht so warm ist. Wenn jetzt noch vielleicht 20 Menschen mehr reinkämen, könnte es passieren, dass diese Krankheit hier ausbricht. Manchmal lasse ich auch die Armbeugenkontrolle machen bei den Männern, ob sie diese Krankheit vielleicht schon haben. Glücklicherweise ist diese Krankheit in Deutschland sehr, sehr selten. Also ihr müsst immer bedenken, wir singen Lieder eines russischen Dichters und die Krankheiten traten demzufolge auch fast alle nur in Russland auf. Die folgende Krankheit habe ich aber hier schon gesehen. Die heißt lange Haare. Und Dr. Finkenstein. Der schnellste Akustikgitarrist von Leipzig-Kreutnitz. Es war ein Tag im Monat Mai. Die Bauern aßen zum Mittag frei. Da kam er herein, ein fremder Mann. Der hatte gute Sachen an. Er setzte sich an einen Tisch und bestellte einen Fisch. Er war fast noch ein kleiner Junge, dann zeigte er uns seine Zunge. Lange Haare wuchsen aus ihr. Ich dachte, dass ich den Verstand verliere. Ein richtiger Mensch in seinem Mund. Das ist doch sicher ungesund. Das ist doch sicher ungesund. Das ist doch sicher ungesund. Ich den Verstand verliere. Ein richtiger Fels in seinem Mund. Das ist doch sicher ungesund. Das ist doch sicher ungesund. Das ist doch sicher. Dankeschön, ja, Dr. Finkenstein ist gleich auch noch schnellster Akustikgitarrist von Leipzig Probstheiter und Leipzig Leutsch geworden. Das wollte ich mir eigentlich schon das nächste Lied aufheben. Er war so schnell heute. Kommen wir noch zu einer weiteren Krankheit. Eine, die nur Frauen befällt. Und das ist... Warum lacht er da so? Kann froh sein, dass es nur Frauen gefällt. Es ist der verzerrte Mund.
Mädchen war sie längst nicht mehr. Ihr Mund verzerrt sich bequer. Und war der Krampf besonders lang, kam ihr Mund am Rücken an. Oh, verzerrter Mund. Oh, verzerrter Mund. Oh, verzerrter Mund. Oh, verzerrter Mund. Mein schönes Mädchen war sie längst nicht mehr. Ihr Mund verzerrt sich quer. Und war der Krampf besonders lang, kam ihr Mund am Rücken an. Oh, verzerrter Mund. Oh, verzerrter Mund. Oh, verzerrter Mund. Oh, verzerrter Mund. Ein schönes Mädchen war sie längst nicht mehr. Ihr Mund verzerrt sich schon quer. Und war der Krampf besonders lang, kam ihr Mund am Rücken an. Oh, verzerrter Mund. Oh, verzerrter Mund. Oh, verzerrter Mund. Oh, verzerrter Mund. Vielen Dank. Ja, das Pfeifen, das gehört ganz unbedingt zu diesem Lied. Und es ist auch eine Aufforderung an die Jungs und Männer hier im Raum, ihre Frauen, Freundinnen oder vielleicht auch Töchter zu kontrollieren. Können sie noch so pfeifen? Haben sie diese Krankheit nicht? Können sie nicht mehr so pfeifen? Müssen sie zum Arzt und sie brauchen eine Heilung. Machen uns das Leben schwer und im Alter wird man dumm oder noch viel schlimmer. Naja, man hat unerträglich Schmerzen, kein Zahn mehr in dem Mund. Man liegt verdorrt im Bette, ist gelähmt und liebt sich rund. Eine Rettung. Schnaps mit Kräutern aus dem Wald. Wer schon früh genug damit beginnt, bleibt gesund und wird nicht alter. Es gibt noch eine Rettung. Schnaps mit Kräutern aus dem Wald. Wer schon früh genug damit beginnt, bleibt gesund und wird nicht alt. Das ist die Rettung von jeglichem Leid. Das ist die Heilung und es wird sich rächen. Trinkst du nicht Schnaps von Zeit zu Zeit? Das ist die Heilung